Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des BVB Borussia Dortmund Karrieremodus. Wir sind heute am Start mit der 10. Episode und in der letzten Woche hat es für Irritationen gesorgt, dass keine Episode dieses Karrieremodus kam. Das lag ganz einfach daran, dass ich keine Zeit hatte, das Video aufzunehmen. Ich war im Schulstress und allgemein hatte ich nicht unbedingt viel Zeit zu zocken. Dementsprechend musste es mal eine Woche ohne ihn gehen. Das hat, wie gesagt, für ein bisschen Unmut gesorgt. Ich konnte das aber nicht ganz nachvollziehen, weil normalerweise sollte es nicht gerade dramatisch sein, wenn einfach nichts kommt, weil der hat ja nicht einfach aufgehört, das würde ich euch ja sagen. Von daher, entspannt bleiben, es geht aber jetzt natürlich weiter mit diesem Karrieremodus und wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Jetzt, wo ihr so viel Unmut darüber gezeigt habt, dass er eine Woche nicht kam, will ich auch sehen, dass ihr noch weiter Bock auf den Karrieremodus habt. 500 Likes schaffen wir doch locker, oder nicht? Ich denke mal, das kriegen wir hin und ich laber schon wieder viel zu lange um den heißen Brei herum, deswegen lassen wir das jetzt einfach. Aber wir haben nicht sonderlich viel zu tun vor dem nächsten Spiel gegen Wolfsburg, deswegen ist es auch okay. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, Daumen nach oben. Videobeschreibung auschecken, Links zu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins mit dem Code MAXGAMINGTV. Dazu für FIFA Points und PSN und Microsoft Guthaben könnt ihr es auch verwenden. Lohnt sich also definitiv. Mein Merchandise ist da verlinkt und natürlich auch meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Wir spielen im Pokal gegen den VfL Wolfsburg. Momentan in Realität ja absolut am Struggeln in diesem Karrieremodus hier nicht so sehr. Sind sogar mit dem Top-Torjäger vertreten, mit Paul George Ntep, der hat 2 Buden gemacht und wird hoffentlich gegen uns heute keine nachlegen. Wird auf jeden Fall eine interessante Partie. Wir wollen im Pokal natürlich eine Runde weiterkommen und simulieren dementsprechend erstmal dahin heute. Die Frage ist, wenn man auf unsere Aufstellung guckt, Tolisso ist nicht ganz fit, Aubameyang ist nicht ganz fit, dazu ist eine B11, wer wird denn spielen? Das erfahrt ihr jetzt, denn wir machen das Ganze jetzt genauso wie im Newcastle-Karrieremodus, in diesem ersten Spiel, im zweiten nicht. Ich werde eine Infocard machen, was euch besser gefällt. Im Newcastle-Karrieremodus seht ihr die Aufstellung vorher und ich werde sie nicht mehr explizit erwähnen, wenn das Spiel dann anfängt. In diesem Karrieremodus mache ich es momentan so, dass ich die Aufstellung auch noch vorlese im Spiel. Ob das jetzt weiterhin der Fall sein wird, werdet ihr entscheiden. Dafür habt ihr die Gelegenheit abzustimmen nach dem zweiten Spiel. Jetzt baue ich hier einmal kurz die Ausstellung zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Unsere Jungs sind momentan nicht sonderlich fit, dementsprechend werden wir so ein bisschen mit B11 spielen müssen. Horn stark, Semedo, Paslak, Guerrero in der Defensive, Castro, Bender, Weigel davor und vorne Pulisic, Isak und André Schürrle. Klingt nicht unbedingt B11-lastig, aber für unsere Verhältnisse ist es das schon. Von daher würde ich jetzt sagen, gehen wir mal rein und ich bin gespannt, wie wir uns gegen den VfL schlagen können. Vamonos, holen wir uns die nächste Runde. Der BVB zu Gast im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg. Wunderschöne Choreografie der Fans. Natürlich eine ganz wichtige Partie für den VfL. Die Gelegenheit, den großen Gegner aus Dortmund heute zu bezwingen. Und das mit nicht mal Top-Besetzung beim BVB. Denn unter anderem Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang nicht in der Startelf. Dafür Alexander Isak und André Schürrle in der Offensive. MGT baut also auf den Youngster und baut vor allem auch auf den Spieler André Schürrle, der ja im Sommer erst vom VfL Wolfsburg zu Dortmund kam. Erste Gelegenheit direkt mal für Schürrle. Da es ist ein schöner Schuss gewesen, allerdings knapp verzogen am rechten oberen Winkel vorbei. Castells muss dementsprechend in dieser Situation noch nicht eingreifen. Es bleibt beim 0:0 Dortmund, aber das deutlich spielbestimmende Team. Das ist Christian Pulisic mit der nächsten Gelegenheit und wieder Castells, der diesmal eingreifen muss. Sehr schöne Parade auf der anderen Seite. Dann Wolfsburg plötzlich mal vorm Tor. Timo Horn mit der guten Parade. Gute Rettungstat da. Der Ball wäre wohl reingegangen, allerdings vom eigenen Mann und nicht vom Gegner. Das kam erst in der Folgezeit, denn plötzlich war Wolfsburg richtig oben auf dem Tab mit dem Versuch der Neuzugänge. Zugang der Franzose scheitert allerdings an Timo Horn, der jetzt zur absoluter Höchstform auflaufen sollte und weiterhin solche Paraden im Minutentakt raushaute. Wir schauen uns einfach mal die nächsten paar Szenen an. Joshua Gilavogi mit dem Versuch nach einem Eckball. Natürlich Timo Horn, der diese Gelegenheit komplett vereitelt. Im Notfall wäre Guerrero auf der Linie noch da gewesen. Allerdings war das noch nicht alles. Nächste Szene, wieder ist Horn da und dann klärt Paslak noch gerade so zum Eckball. Es war knapp und dann die zweite Halbzeit. Plötzlich Dortmund im Angriff, Julian Weigel auf Castro, erstes Mal wieder in der gegnerischen Hälfte, 1:0 BVB, 62. Minute und Gonzalo Castro macht den Führungstreffer. Einer derer, die bevorzugt wurden aufgrund des DFB-Pokals, die ein bisschen von der Rotation quasi bevorteiligt wurden und er nutzt seine Gelegenheit und macht dieses wunderschöne Tor gegen Kuhn Castells, der dann nichts machen kann. Wir sehen es in den Wiederholungen, der Ball dreht sich nach außen weg, da kann selbst der 1,98 große Belgier nichts gegen ausrichten. Und Gonzalo Castro also mit der Führung für den BVB. Wolfsburg muss natürlich antworten. Vor allem im Publikum will man nicht verlieren, man will vor allem nicht im Pokal ausscheiden. Allerdings war es jetzt sehr wahrscheinlich, dass man dies tut, denn der BVB ab diesem Zeitpunkt defensiv plötzlich sehr, sehr stabil, ließ extrem wenig zu und hatte Gelegenheiten, die Führung zu erhöhen. Christian Pulisic mit der Gelegenheit könnte querlegen, macht selber und Castells mit einem Wahnsinnsreflex hält hier seine Mannschaft im Spiel. Dann der VfL und zwar über Borja Mayoral, der Spanier zieht ein bisschen zu früh ab und Timo Horn vereitelt die Gelegenheit. Andere Seite, das ist Isak.
stark und wieder Kuhn Castells. Das Duell der beiden Top-Torhüter, Castells gegen Horn, und beide machten eine klasse Partie bis in die 90. Minute. Dann Emre Mor mit einem schönen Solo gegen die Defensive der Wölfe, allerdings verzieht der Türke knapp. Dennoch nicht die letzte Aktion, denn einen hatte der BVB noch. Schöner Ball raus auf Pulisic. Und auf der anderen Seite, da läuft doch wer, da läuft André Schürrle. 2:0 Entscheidung im Volkswagen-Stadion. Ausgerechnet der Ex-Wolf, und der freut sich über seinen Treffer zum 2:0. Hatte viel versucht in dieser Partie und dann tatsächlich noch getroffen. Sein Abgang war vielleicht ein bisschen unrühmlich, aber jetzt scheint er endgültig beim BVB angekommen zu sein. Und das war die letzte Szene der Partie. MGT zieht mit dem BVB in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Und der VfL Wolfsburg mit Valerian Ismail ist ausgeschieden. Hatte die Gelegenheiten in der ersten Halbzeit, hat sie nicht genutzt und wurde vom effektiven BVB bestraft. André Schürrle und Castro bringen den BVB eine Runde weiter. Das war doch mal ein schöner Sieg. Kurz vor der Pause ein bisschen gewackelt, aber danach war es durchaus souverän und von daher bin ich sehr zufrieden damit. Wir spielen jetzt im Halbfinale, wenn ich es richtig, Viertelfinale, wenn ich es richtig sehe, gegen Leipzig. Das heißt mal wieder eine richtig spannende Geschichte auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt drauf. Auch gespannt bin ich darauf, was in der Transferphase abgehen wird, denn die startet ja auch noch in dieser Episode. Freut euch drauf. Spielerverlust droht. Roman Weidenfeller hat noch 6 Monate Vertrag oder kürzer. Ja, er darf sich theoretisch einen neuen Verein suchen. Allerdings möchte er anscheinend seine Karriere auch nicht beenden und ich bin eigentlich der Meinung, dass wir ihn halten sollten. Und weil wir ja die Transferphase in dieser Episode noch starten und er sich sonst wahrscheinlich einen neuen Verein suchen wird, würde ich fast schon sagen, dass wir ihm zumindest mal einen neuen Einjahresvertrag anbieten. Wenn ihr jetzt sagt, nein, wir wollen ihn gar nicht mehr beim BVB sehen, dann haut auf jeden Fall mal in die Kommentare das Ganze rein. Aber ich denke mal, als Ergänzungsspieler für ein Jahr kann man dem nochmal einen Vertrag geben. Jetzt geht's gegen Hoffenheim und wir werden nicht viel verändern, aber zumindest ein bisschen was. Und das werdet ihr gleich dann eben sehen im Spiel. Ich bin gespannt, was euch besser gefällt, welcher Kommentarstil. Ich bin wirklich sehr gespannt darauf. Wir müssen gewinnen, um ja an Köln vorbeizuziehen und an Bayern dran zu bleiben. Dementsprechend eine wichtige Aufgabe heute für uns gegen die Hoffenheimer, die momentan auf welchem Tabellenplatz stehen. Sind auf dem 13. Das heißt, die müssen auch mal wieder ranklotzen. Schalke immer noch 16. Ich bin gespannt, sage ich mal wieder viel zu oft in dieser Episode, aber es ist halt wirklich so, ob das Ganze so glatt gehen wird wie gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben einige Änderungen vorgenommen, nicht zu viele, aber die seht ihr gleich. Ich wünsche euch viel Spaß und 3 Punkte. Auf geht's. Das Duell der vielleicht besten beiden jungen Trainer Deutschlands, MGT gegen Julian Nagelsmann in der SAP Arena in Sinsheim. Hoffenheim gegen Borussia Dortmund, und natürlich ein wichtiges Spiel für beide Trainer und für beide Vereine, denn der BVB, gerade der BVB nach dem Erfolg im DFB-Pokal, will natürlich dranbleiben an den oberen Tabellenplätzen, dranbleiben am 1. FC Köln bzw. daran vorbeiziehen und bis auf einen Punkt anschließen an den großen Erzrivalen aus München. Momentan trennen die beiden 4 Punkte, allerdings mit einem Sieg heute, was nicht unwahrscheinlich ist, kann der BVB ganz nah an die Meisterschaftshoffnung wieder ranrücken. Warum ist das nicht unwahrscheinlich? Ganz einfach, weil der BVB in dieser Saison das stärkste Auswärtsteam ist. Bisher noch keine Niederlage. 5 Siege und 2 Unentschieden. 17 Punkte aus den bisherigen Spielen geholt. Das ist ganz, ganz stark. Das ist vor allem auch stärker als der FC Bayern, der bereits einmal verloren hat. Und dementsprechend möchte man diese Serie natürlich heute in Sinsheim weiter ausbauen. Gegen eine zuletzt aber doch immer stärker werdende TSG 1899 Hoffenheim mit Julian Nagelsmann und einem interessanten System, auf das wir direkt einen Blick werfen werden. Baumann, Kadarzabek, Hübner, Vogt, Süle und Danilo in der Defensive. Davor Toni Belender, der Neuzugang von Feyenoord Rotterdam, Schwegler, Polanski, Kramaric und Vargas in der Offensive. Warum? Interessantes Spielsystem. Ganz einfach, Dreierkette in der Offensive, Fünferkette in der Defensive. Seit Julian Nagelsmann dieses System an den Tag gelegt hat und ausprobiert hat, funktioniert es plötzlich alles deutlich besser bei der TSG, und darauf hoffen die blau gekleideten Männer natürlich auch heute gegen den großen Gegner vom BVB aus Dortmund. Und wir schauen auf die 11 von MGT. Im Tor überraschenderweise Timo Horn. Davor Piszczek, Semedo, Stark und Schmelzer. Dann auf der 6 Sebastian Rode, dann Weigel, Götze, Reus, Aubameyang und, das ist wirklich überraschend, Christian Pulisic, der den Vorzug gehalten hat vor Osman Dembele, der Franzose, zuletzt im Pokal schon geschont worden. Und da hat Pulisic so stark gespielt, dass er heute wieder in der Startelf dabei sein darf. Und es ging gleich richtig gut los für den BVB. Das ist Marco Reus mit Aubameyang. Die beiden hatten ja zuletzt in Wolfsburg nicht in der Startelf gestanden, verdrängten heute Isak und Schürrle wieder aus eben dieser. Und Aubameyang hatte die erste Gelegenheit. Dann Pulisic, wie gesagt, momentan in Topform. Und Vilhena mit seiner ersten Aktion gibt den Freistoß in Gelb für den Niederländer. Und der Freistoß von Schmelzer reingebracht. Da steht Marco Reus. Reus mit dem Kopfball, das sieht man ganz, ganz selten. Aber warum nicht heute? Warum nicht hier? Und warum nicht in Sinsheim? 1:0 Führung für den BVB. Und das zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient. Denn von der TSG kam noch absolut überhaupt nichts. Und es war die 4. Gelegenheit, die es für den BVB gibt. Und dementsprechend natürlich dieses Mal genutzt. Reus kommt da viel zu frei zum Kopfball. Niemand kümmert
kümmert sich um ihn. Er ist kein Kopfballspezialist, aber MGT weiß, den darf man in keiner Situation unbewacht lassen. Und weiter nur der BVB. Aubameyang mit der nächsten Gelegenheit verzieht, diesmal deutlich knapper, ein bisschen flacher anvisiert die rechte Torecke. Allerdings muss Baumann nicht eingreifen, es war trotzdem ein Spiel auf ein Tor. Wieder Aubameyang, wieder in die Mitte gezogen und gisst das Elfmeter. Die Entscheidung vom Schiedsrichter ist nein, war richtig in der Situation, aber das zeigt, dass der BVB, gerade weil sie nicht lamentierten, genug Gelegenheit hatte, so oder so auf 2:0 zu erhöhen. Pulisic, das hätte das 2:0 sein müssen. Nachspielzeit der ersten Halbzeit, aber der US-Amerikaner verzieht knapp am linken Pfosten vorbei. Baumann wäre chancenlos gewesen, allerdings so nicht das 2:0 und nur eine dünne Führung zur Halbzeit. Piszczek und seine Hintermannschaft haben bisher überhaupt nichts zu tun gehabt. Das allerdings sollte sich im zweiten Durchgang ändern. Eckball Marco Reus, 63. Minute und plötzlich rollt die Kontermaschinerie der TSG. Wir sehen hier Andrej Kramaric. Haben gerade am oberen Bildrand gesehen, der Kollege Mart Uth, der wurde eingewechselt. Und zwar für Vargas. Bekommt den Ball zurück, ist schneller als Marcel Schmelzer und macht den Ausgleichstreffer. 66. Minute und plötzlich ist Hoffenheim wieder da. Aus dem Nichts der Ausgleichstreffer. Die erste Gelegenheit überhaupt in der Partie für die blau gekleideten Sinsheimer. Und direkt das Tor durch den deutschen Stürmer, den sie ja von Heerenveen geholt haben vor einiger Zeit, der nie so wirklich in der Bundesliga angekommen ist. Aber wenn man gegen Dortmund trifft, dann muss man schon einiges können. Jedoch kann nicht nur die TSG kontern, das kann auch der BVB. Rode mit dem Ball auf Aubameyang, der ist viel zu schnell für die Defensive. Hübner kommt nicht hinterher, Baumann hat keine Chance. 2:1, 70 Minuten durch und der BVB wieder in Führung. So schnell steckt nur ein Top-Team einen Gegentreffer weg. Dembélé mittlerweile eingewechselt, freut sich mit Aubameyang über dessen Führungstreffer. Sehr, sehr schön gespielt von Rode, gute Übersicht bewiesen und Baumann wird von seiner Hintermannschaft alleine gelassen und kann dann nichts mehr machen. Jetzt allerdings die TSG plötzlich im Vorwärtsgang. Hatte erkannt, wir können hier was reißen. Amiri ebenfalls eingewechselt, genauso wie Uth. Es hätte auch sein Tor sein können zum Ausgleichstreffer. Allerdings der Seitfallzieher etwas überhastet. Timo Horn schon auf dem Boden, allerdings geht der Ball so übers Tor hinweg. Wir springen in die 78. Minute, nochmal eine Gelegenheit für Aubameyang und dann gibt es den Freistoß Hübner auf der 16er Kante. Allerdings die Entscheidung auf Freistoß in der Situation richtig und somit die dicke Gelegenheit für Marco Reus auf 3:1 zu erhöhen. Zunächst mal die gelbe Karte für Hübner und jetzt sehen wir Marco Reus am Freistoß. Gute Position, 17 Meter vor dem Tor, relativ zentral. Und er hat ja bereits ein Tor gemacht, müsste beflügelt sein. Freistoß ist gut, aber ganz, ganz knapp am Winkel vorbei. Das wäre eine Bewerbung gewesen fürs Tor des Monats, so genau wie der getreten war. Allerdings ist es halt eben nicht der Treffer. Letzte Gelegenheit für die TSG. Nochmal Vogt, abgelegt auf Kadarzabek. Kadarzabek versucht es aber viel zu hoch. 89. Minute. Dieser Ball ist definitiv einer, auf dem Schnee liegt und keine 3 Punkte, denn die fährt der BVB ein. Nächster Auswärtssieg, mittlerweile jetzt 8 Spiele. Gewonnen, 2 Spiele unentschieden, 8 Spiele nicht gewonnen, 8 Spiele insgesamt, 6 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage und plötzlich ist man wieder auf 1 Punkt dran an Bayern München. Easy war das nicht, aber es ist ein Sieg, es war nur ein umkämpfter Sieg, aber es ist ein wichtiger Sieg und dementsprechend bin ich sehr zufrieden damit, dass wir den eingefahren haben und dementsprechend sind wir wieder Tabellenzweiter und jetzt geht es simuliert gleich gegen Augsburg und zwar mit einer etwas veränderten Elf auf jeden Fall. Also irgendwie ist der holländische Scout absolut unbrauchbar. Also es hat hier jetzt irgendwie seit Ewigkeiten keinen Jugendspieler mehr gegeben, bei dem ich gesagt hätte, ja, der ist gut, der ist interessant, den holen wir uns. Was ein bisschen schade ist irgendwie. Aber Training läuft, zumindest bei Moore und Stark, der sogar auf 78 steigt, was mich sehr freut. Mal sehen, wie der sich noch weitermachen wird. An sich ja nur bei uns Ergänzungsspieler, aber kann sich erinnern. Mario Götze ist nicht ganz auf dem Damm. Ich hoffe, dass es keine Stoffwechselstörung ist, dass die ihn länger ist außer Gefecht setzt. Aber wir werden trotzdem natürlich ein bisschen rotieren. Ihr seht es hier allgemein schon, die Fitness ist nicht so ganz da. In der Spitze wird Isak starten, dann wird Reus, nee, Schürrle wird starten. Rechts Dembélé, zentral haben wir Tolisso, wir haben Castro und wir haben Bender. Innenverteidigung Bartra und Semedo bleibt. Paslak auf rechts, links Guerrero im Tor Horn. Ich bin gespannt, ob das funktioniert gegen Augsburg. Ist natürlich nicht das Top-Team, sieht man ja auch in Realität momentan. Die haben sich ja ein bisschen, ich sag mal, verschlechtert im Vergleich zu den Vorsaisons, wo sie ja teilweise international gespielt haben. Wie sogar diese Saison noch? Weiß ich gerade gar nicht. Wo sie momentan in der Tabelle stehen, wollen wir uns mal ganz kurz angucken. Die sind 16. Relativ ähnlich, ehrlich gesagt, die Tabelle, abgesehen von Schalke und Leipzig und Hoffenheim, zur Realität. Ich meine, gut, Leverkusen steht da momentan unten drin, Bremen ein bisschen weiter, aber irgendwie doch ziemlich äquivalent. Finde ich ganz cool, eigentlich. Dementsprechend werden wir jetzt gegen Augsburg auch gewinnen, hoffentlich. Haben zuletzt unentschieden gegen Augsburg, gegen Hamburg und gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. 2 Siege im Pokal gegen Düsseldorf. Und wir nach 3 Minuten mit einer gelben Karte für Bartra.
Bin allgemein kein großer Fan von dem. Hier ist meine Infokarte. Es gab gerade eben schon eine, jetzt gibt es die zweite. Meint ihr, wir sollen einen neuen Innenverteidiger holen? Also einen Top-Innenverteidiger. Ich meine, natürlich kommt irgendwann Sokrates zurück, aber trotzdem kann das ja durchaus sein. Ballert mal rein. Wir haben natürlich auch nicht so das Budget, aber kann ja sein, dass ihr das irgendwie Nainggolan bevorzugt. Oh Gott sei Dank. Bartra kriegt noch gelb-rot, aber der eingewechselte Aubameyang macht in der 80. und 79. eine Minute davor. Das 1:0. Und damit gewinnen wir und das ist das Allerwichtigste. Und damit bin ich zufrieden. Weidenfeller bleibt. Sehr, sehr schön. Wollten wir ja. Beziehungsweise wollte ich ja. Ich weiß nicht, ob ihr es wolltet, aber jetzt haben wir ein Jahr noch länger im Verein. Und das ist gut, weil er ist halt eine Legende und so anders muss erhalten werden. An sich sind unsere Transfer-Actions ja relativ limitiert, aber einen Spieler wollen wir auf jeden Fall haben und das ist Raja Nainggolan. Da habt ihr euch auch für entschieden im letzten Part. Ich habe nochmal nachgefragt und da war die 69%ige Mehrheit dafür, dass wir den Belgier holen. Mal sehen, für wie viel wir ihn bekommen und ob wir ihn überhaupt bekommen. Aber es wäre natürlich eine absolut kranke Karte, die wir definitiv gebrauchen könnten. Oh, Angebot für Ramos. Das ist natürlich interessant. Der HSV möchte den ganz gerne haben. Wir wollen natürlich ein bisschen mehr für die Dienste von unserem Top-Stürmer aus Kolumbien. Aber es wäre an sich ganz cool, wenn wir den abgeben könnten, weil das nochmal ein bisschen Geld in die Kasse spülen würde für theoretisch einen neuen Innenverteidiger oder halt irgendeine andere Position. Ballert mir auf jeden Fall Transfervorschläge in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr da so bei raushauen werdet. Und Rom hat das Angebot für 50 Millionen für Nainggolan akzeptiert. Das wäre natürlich viel Geld für einen 28-Jährigen. Aber er wäre halt eine absolute Bereicherung für unseren Verein. Angebot für Neven Subotic. Ach, Köln möchte den haben. Das ist natürlich sympathisch. Nebenbei bemerkt hat Hamburg gesagt, nee, die 12,5 Millionen sind uns zu viel. Dementsprechend ziehen sie ihn gar nicht weiter in Betracht. Natürlich schade, aber okay. Götze möchte mehr Gehalt haben. Und das, obwohl er gerade nicht ganz auf dem Damm war. Naja. Bin auch allgemein interessiert daran, ob wir irgendwelche Spieler abgeben sollen in euren Augen. Dann sagt auf jeden Fall mal Bescheid. Niklas Stark steigt auf 79. Das heißt, so ein Subotic wird halt auch langsam überflüssig. So, jetzt kommen wir der Sache schon mal ein bisschen näher. Torino möchte auch ganz gern Subotic haben. Ich habe Köln gerade gesagt 7 Millionen, aber Torino weiß davon ja nicht. Und jetzt kommt der Moment, denn Raja Nainggolan hat akzeptiert und wir holen unseren absoluten Top-Transfer bisher in FIFA 17 Karrieremodus. Und zwar den belgischen Nationalspieler vom AS Rom. Sehr, sehr geiler Transfer, 85er Rating, momentan 28 Jahre alt, unglaublicher Allrounder, Mitglied der Hüllet Gang, zumindest in Ultimate Team, seine Informkarte und der wird natürlich unser Mittelfeld absolut bereichern. Überleg mal, was wir jetzt theoretisch für eine Achse da haben, wenn wir mal so hinstellen, ein bisschen auf Talent bedacht. Haben wir da jetzt einmal einen Tolisso, dazu einen Weigel und einen Nainggolan. Das ist halt schon richtig heftig. Und in meinen Augen bereichert das unser Team nochmal ziemlich. Weil jetzt haben wir in der Innenverteidigung Bender und Semedo. Als Ersatzspieler haben wir Stark und Bartra. Links haben wir Schmelzer und Guerrero. Rechts Paslak und Piszczek. Und im Tor Horn und Weidenfeller. Vorne Isak noch. Hier Pulisic. Hier Schürrle. Also wir sind überall top besetzt. Im zentralen Mittelfeld haben wir dann noch Castro dazu. Götze. Und auf der 6 theoretisch noch ein Rode. Wir sind überall perfekt besetzt. Außer ihr sagt jetzt, nee, wir brauchen noch irgendeinen Spieler, dann ballert's mir in die Kommentare. Ansonsten war's das jetzt von dieser Episode des BVB Karrieremodus. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nächste Woche geht's am Dienstag dann weiter mit der nächsten Folge und ich hoffe, ihr habt da richtig Bock drauf. Ich nämlich schon. Momentan ist Karrieremodus deutlich spaßiger als ja, Ultimate Team. Dementsprechend wird auch viel Karrieremodus kommen. Ich denke mal, diese Woche sogar 3 Videos und ich denke, das gefällt euch ganz gut. Hoffe ich zumindest. Ja, wir sind beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dann einen wunderschönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Checkt die Links in der Beschreibung. Abonniert diesen Kanal kostenlos, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.